Die Kämpfe und Feiern der queeren Bewegung haben diese Welt verändert, in einem Maße, wie wir es gar nicht für möglich gehalten hatten. CSD bedeutet für mich, dass Menschen nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert werden. Mit allen Beteiligten zu feiern und gleichzeitig aber zu sagen, wir haben ja auch eine Botschaft. Wir wollen, dass alle in Frieden leben können. Und auch das Recht, eine freie Sexualität ausüben zu dürfen, muss eine Grundlage sein der Freiheit. Gesicht zeigen dafür, dass Menschen mit HIV und AIDS endlich nicht mehr diskriminiert werden. Dass heute noch in vielen Ländern dieser Welt Gleichstellung der Geschlechter nicht hergestellt ist. Lesben, Schwule, Bi, Transgender, Transsexuelle und Intermenschen sind in Deutschland noch weit von einer hundertprozentigen rechtlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung entfernt. Hinzu kommt der sich abzeichnende gesellschaftliche Rollback in der öffentlichen Meinung gegenüber den Forderungen der Queer-Community. Mir reicht's. Also auf die Straße und setzt endlich mal ein Zeichen. Im Grunde geht es um die freie Liebe und es macht auch ganz schön viel Spaß. Also kommt zum CSD und seid dabei. Ich finde die Leute total nett. Sven, Hendrik, Jacqueline, allein deshalb gehe ich da total gerne hin. Und vor allem ist es wichtig, dass jetzt nicht nur Schwule, Lesben, Transgender und andere dorthin gehen, sondern dass es ganz normal ist, dass Bürgerinnen und Bürger dorthin gehen. Es geht gegen einengende Rollenklischees und auch darum, seine Geschlechtsidentität frei auszuleben. Und dafür gehe ich zum CSD auf die Straße. Ich werde auf jeden Fall dabei sein.